Es fehlt Heilkraut. Tatsächlich. Fertig. Und hier fehlt Wein. Dann können wir noch mal ein bisschen Wein kaufen. Ach, da drüben ist auch einer. Lass uns handeln. Dann hätte ich gerne. Oh, kleine Heiltränke. Wie viele Heiltränke haben wir denn jetzt hier? 9 kleine, 7, 9, 7, 4. Mit Trank. Den muss ich gleich nochmal trinken. Würde ich fast sagen. Was willst du denn für 10 kleine und 5 davon und Wein. 600 Gold. Oh. Gut, machen wir. Machen wir. Dann können wir auch hier hinten herstellen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay, 19 kleine Heiltränke, das muss jetzt erstmal reichen. Sehr schön. So, stärker geworden. Dann hier zum Schmied. Walter, den können wir auch noch mal ansprechen. Der macht jetzt Pause. Reichen dir nicht erstmal 10 Werkzeugbeutel? Ich mache keine halben Sachen. Bring mir 15 Stück, dann kommen wir ins Geschäft, okay? Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber das habe ich auch nie behauptet. Ja, schon gut. Ich habe Eisenerz für dich. Gut, was willst du? Okay, wir können Rohling für ein Bastardschwert oder für einen Zweihänder? Ich brauche einen Rohling für einen Zweihänder. Hier. Bastardschwert haben wir ja schon. Dann können wir erstmal den Zweihänder herstellen. Der macht sicherlich auch noch mal mehr Schaden. Da können wir mal testen, das dann vielleicht was wird. Benötigt Schmieden 3. Gut, dann haben wir immerhin schon mal den Rohling. Wie funktionierte das denn jetzt mit dem Goldschmieden? Hier. Ich brauche Hammer und Zange. Ah ja, Hammer und Zange. Verkauft ihr uns Hammer und Zange? Zeig mal, was du hast. Goldschmiedzange. 30 Goldstücke, das ist nix. Ich brauche Hammer und Zange. Zeig mal, was du hast. Also ist das so ein Goldschmiedehammer wahrscheinlich? Ja, Goldschmiedehammer. Kostet auch 30. Sollte sich trotzdem rechnen. So. Was haben wir denn? Benötigt Schmieden 2. Da könnten wir einen schöneren herstellen. Der hier maximale Lebensenergie plus 20 und 3 Stärke. Der gibt plus 5 Geschwindigkeit. Geschicklichkeit, der gibt plus 5 Stärke. Der hier ist natürlich Wahnsinn. Den brauchen wir so für uns selber erstmal. Ach, das ist schon nett gemacht, das Crafting hier. Gute Arbeit. Gucken wir mal eben ins Inventar. Rüstung. Okay, 2 Ringe können wir immer ausrüsten. Das haben wir denn noch für einen Ring ausgerüstet? Plus 5 Schutz vor Hiebwaffen. Ja, so ein Schutz ist natürlich auch nett. Aber. Ach, das ist Nikos Ring. Den können wir ihm noch wiedergeben. Wir stellen aber natürlich jetzt auch erstmal die anderen her. Plus 5 Stärke. Ich glaube, der ist dann für uns auch ganz gut. Sieht immer noch aus wie ein Goldbrocken. Fertig. Der ist auch für uns ganz gut. Nikos, nee, nicht Nikos Ring. Den und den. Dann haben wir jetzt hier insgesamt nochmal 8 Stärke mehr und 20 Lebensenergie mehr.
Und die stelle ich auch nochmal her, einfach weil wir was können. Die kann man verkaufen. Hallo Ossel. Einen schönen guten Abend. Sieht gut aus. Zeig mal, was du hast. Ja, richtig. Wir sind gerade bei der dritten Folge. So, die Ringe. Ah ne, Moment. Nikos Ring kriegt Nico. Ring und die Vasallenringe, die brauchen wir ja. 110 kriegen wir zurück. Dann haben wir immerhin unsere Investitionskosten. Ne, warte, der Zeig hat mal, noch was du hast. Ketten, oder? Ja, Essen ist auch wichtig. Achso, nee, das wollte ich ja behalten. Okay. Aber Ossel weiß bestimmt, ob es nur den Weg nach Osten durch die Höhle gibt. Ich will ja hier nach Osten, um die Quest zu machen, aber es scheint tatsächlich nur durch diese Höhle zu gehen. Ich war hier im Sumpf, da ging es aber nirgendwo hier hoch. Nur Berge. Deswegen bin ich jetzt erstmal vor der Frust wieder in die Hafenstadt gegangen. Okay, dann müssen wir da wohl durch das Höhlensystem. Aber da war der Ghoul. Spoiler, Achtung. Wo war denn Nico eigentlich? Nico, wo wohnst du nochmal? Der Kartenmacher. So aktuell. Nelson, nicht Nico. Nelson, da oben. Moment, habe ich jetzt aber Nelsons Ring, den ich jetzt habe, ne? Nee, Nikos Ring. Ah. Gut, vergessen wir's. Nico und Nelson. Dann Konrad können wir noch abkassieren. So, der müsste da oben irgendwie sein. Was kann ich? Hatte das einen Grund, dass ich den nicht abkassiert habe? Habe ich den vergessen? Ach, genau, das war das mit der Kuh. Ach so, das war das Problem. Ich erinnere mich. Aber hier sind wir ja stark. Mir ist jetzt nicht nach Reden. Zeig mir deine Ware. Okay, der will mir auch nur Sachen verkaufen. Speichern wir eben. Elsa, die Arme. Der ist weg. Der ist da noch. Das ist das Problem. Der wird das sehen, denke ich. Der Kerl vergreift sich an unserem Vieh. Ja, aber ich muss es einfach nochmal probieren. Ich glaube, einen Schlag konnte man immer mal, konnte man setzen. Der guckt nicht hin. Der Kerl vergreift sich an unserem Vieh. Wer hat das gesehen? Bleib stehen! Ja! Ja! Hört damit auf! Ja! 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 Ich wollte einfach mal gucken, ob man mithalten kann. Und ja, mittlerweile können wir mithalten. Okay, gibt Erfahrung. Aber gleich müssen wir uns geschlagen geben. So, das sollte reichen. Ossel hat die Milchkuh immer verschont. Ich würde es ja auch gerne. Aber eigentlich würde ich auch gerne die Quest hinkriegen. Ah, der guckt da auch hin. Kannst du nicht mal woanders hingucken? Ihr Banditen werdet auch immer mehr, was? Seht euch vor. Es wird noch der Tag kommen, an dem ihr es bereut, euch jemals gegen den Inquisitor aufgelehnt zu haben. Okay, der mag uns nicht mehr so. Ist bestimmt froh, wenn er sieht, dass wir hier die Crew
angreifen. So einfach funktioniert das nicht. Dann würde mich jetzt trotzdem nochmal interessieren, was passiert, wenn wir da oben hingehen und mit dem Typen sprechen. Halt! Kein Zutritt! Ich bin im Auftrag des Inquisitors unterwegs. Na schön. Konnte ich ja nicht wissen. Geh rein. Wo bist du hier, der Obermacker? So, da bist du ja endlich. Krieg ich dich endlich mal zu sehen. Du bist das also, der in dieser Stadt für die ganze Unruhe sorgt, ja? Dein Gesicht werde ich mir merken. Ich hatte ja gehofft, dich früher sprechen zu können. Noch bevor du dich mit den Verbrechern verbündest. Tja, leider ist das jetzt zu spät. Ich habe schon gehört, dass ein Bandit den Inquisitor begleitet. Es war nicht schwer zu erraten, dass du der Bandit bist. Warum bist du allein? Was hast du mit Mendoza gemacht? Hast du noch was zu tun für mich? Vergiss es. Du bist mir zu oft in einem Atemzug mit den Banditen genannt worden. Ich bin besser beraten, wenn ich mich nicht mit dir einlasse. Gut, der mag uns auch nicht mehr. War ja zu erwarten. Ja, dann sind wir jetzt gut gewappnet, denke ich, um ja den Ghoul anzugehen. Was anderes bleibt auch nicht, uns auch gar nicht übrig. Nee, was anderes bleibt uns nicht übrig. Mehr haben wir gar nichts zu tun, glaube ich. Mal gucken, ob der uns einfach rauslässt. Lässt mich raus. Komm, lass mich durch. Ich bin im Auftrag des Inquisitors unterwegs. Sicher. Da hätten wir einfach vorher auch immer sagen müssen. Die wollen ja keinen Beweis. Ja, ich bin im Auftrag des Inquisitors unterwegs. Lass mich durch. Was willst du hier? Du bist doch einer der Banditen. Na und? Ich gehe hier nur lang. So, so. Wir beobachten dich, Freundchen. Okay. Beobachtet mich ruhig. Der sieht nicht so glücklich aus. Erstmal schön rauchen. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Erstmal schön rauchen. Oh, Vögelchen. Da kann man das gleich mal testen. Wow. Gut, und dann ist so ein Seegeier auch kein Problem mehr. Ich glaube, das könnte nett werden. Das könnte nett werden. So. Hier hoch und dann rechts entlang. Müssten wir eigentlich auch so gut wie alles schon aufgeräumt haben hier. Ich bin echt mal gespannt, ob das dann klappt. Ich bin echt gespannt. So. Im Gnomen werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr über den Weg laufen. Die Fackel können wir nicht mitnehmen. Schade. Aber das hilft jetzt nichts. Wir müssen diesen Ghoul da besiegen. Achso, den namenlosen Gräber könnte man sonst noch machen. Aber da waren ja auch überall Ghule. Also an den führt einfach kein Weg mehr dran vorbei. Von 1 bis 10. Ach, Ozzel, du stellst immer Fragen. 42. Genau, 42 ist eine gute Antwort. ja, also jetzt ist Hafenstadt. Aktuell finde ich es gerade so ein bisschen von 1 bis 100. Nee, dann ist 42 zu wenig tatsächlich. Aber ich denke mal, so eine 8 kann man da locker nochmal noch draus machen. Solide 8. Also mir macht schon recht viel Spaß. Story ist eigentlich auch interessant, beziehungsweise, dass es hier auch nicht nur eine gibt, sondern dass sich dann noch eine neue eröffnet, mit der man noch ein bisschen was machen kann. Das finde ich schön. Dass man halt hier wieder die verschiedenen Fraktionen hat. Das ist halt ein solides Piranha-Brettspiel. Ach, das war der Sohn. Mensch. Deine Mutter macht sich schon Sorgen um dich.
Ach ja, meine Mutter macht sich immer Sorgen. Du kannst ihr ja sagen, dass ich noch lebe und dass ich sie vermisse. Mütter stehen auf sowas. Das machst du gefälligst selbst. Ja, wenn ich mal viel Zeit hab. Vielleicht. Genau, den Vasallenring haben wir. Ich habe einem untoten Burkern diesen Vasallenring abgenommen. Er sieht genauso aus wie deiner. Dann könnte es tatsächlich mit meinem Ring zu tun haben, dass die Untoten mich aufsuchen. Zumindest ist das schon mal ein Hinweis. Oh Mann, hätte ich dieses verdammte Ding bloß nie angefasst. Such bitte weiter. Wo einer ist, sind bestimmt auch noch mehr. Der untote Burgherr Patroskon ist erledigt. Du hast ihn zerstört? Dem Himmel sei Dank. Dann müsste der Fluch ja gebrochen sein. Aber irgendwas stimmt nicht. Ich spüre immer noch die Präsenz dieser Unholde. Tja, scheinbar ist der Fluch noch nicht gebannt. Nein, ich spüre es. Die Untoten wollen sich für das Unrecht rächen, was ihnen Patroskon angetan hat. Erst wenn du alle Vasallenringe dieser elenden Kreaturen an dich genommen hast, werden sie damit aufhören. Ja, ja, bleib locker. Ich mach das schon. Hoffentlich. Ich halte das langsam nicht mehr aus. Scheint so, als ob nur untote Burgherren einen Vasallenring haben. Außer bei dir habe ich sonst nirgendwo einen gefunden. Was kann das bedeuten? Ich vermute, dass dein sprechender Geist Patroskon den anderen Burgherren diese Vasallenringe gab, um sie damit kontrollieren zu können. Aber irgendwas ist dabei schiefgelaufen und hat sie allesamt zu Untoten gemacht. Was habe ich damit zu tun? Als du den Vasallenring gefunden hast, hat Patroskon versucht, Kontrolle über dich zu erlangen. Deswegen hattest du in der letzten Zeit immer nachts seine Stimme im Kopf. Oh Mann, wo bin ich da bloß reingeraten? Ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Du musst mir helfen, hörst du? Ich halte das nicht mehr lange aus. Ich arbeite dran. Beeil dich, bitte. Ich werde sonst noch wahnsinnig. Du machst mich ja auch gleich noch wahnsinnig. Ich brauche mehr Informationen über deine Untoten. Zeig mir mal auf meiner Karte, wo genau die zerfallenen Burgen sind, die du kennst. Lass mich drüber nachdenken. Also eine ist nicht weit von hier im Norden und zwei an der Westküste. Moment mal. Also eine könnte noch an der Südküste und eine im Osten sein. Aber das ist nur geraten. Ich zeichne es dir trotzdem mal auf deine Karte. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wir werden sehen. Ah, gut. Dann haben wir das jetzt auf der Questkarte drauf. Die verfluchten Burgherren. Ach, da oben sind dann noch welche. Die habe ich noch nicht scheinbar. 1, 2, 3, 4, 5. Doch, die hier oben hatte ich letztes Mal, glaube ich, gemacht. Vielleicht fehlt die hier unten noch. Die verfallene Burg. Die hatten wir schon. Also das müssten, ich habe ja glaube ich 3 Stück. Das müssten diese 3 sein. Dann fehlen noch die beiden. Dann gehen wir doch erstmal noch hier unten zur Burg. Ha, wir haben was zu tun. So, um auf Mafia zu kommen. Das erste Mafia-Spiel habe ich damals irgendwann tatsächlich auch mal ein bisschen gespielt. Ich glaube, ich bin dann nur bis zu einer Quest gekommen, wo immer der Begleiter draufgegangen ist. Das hat mich dann ziemlich fertig gemacht. Und den zweiten und dritten Teil habe ich nie gespielt. Den dritten werde ich irgendwann mal spielen. Den gab es ja mal im Humble Monthly irgendwie mit drin. Aber der soll ja auch nicht so berauschend sein. So, mal gucken, wie viel Schaden wir an so einem Wolf machen. Okay, erstmal hier ein bisschen gucken, wie das so geht. Ah, verdammt. Da haben wir noch ziemlich viel Schaden gefressen. Das wird jetzt am Anfang auch noch ein bisschen passieren. Muss man halt mal gucken, wie man das dann am besten einsetzt. Wann man die macht und wann man sie besser nicht macht. Ja, aber das ist schon ein deutlicher Unterschied jetzt. Das ist schon ein klarer Unterschied. Oh, da sind Gnome. Das gibt ja nicht. Also das Skillen hat sich deutlich gelohnt. Ist ja Wahnsinn.
Stasis auf die 5. Hast du aber das mehr. Hast du nur das erste Mafia gespielt oder hast du mehr gespielt? Also. Ich glaube, ich muss gar nicht offline gehen. Da reicht es auch so drauf zu hauen. Okay. Ja, ich habe ja auch mal überlegt, die Mafia-Teile dann jetzt nochmal zu Let's Playen. Also kann man den ersten Teil noch gut spielen? Ist der gut gealtert? Ah, nee, man muss... Der erste war gut. Also ich weiß noch, dass der mir Spaß gemacht hat. Der hat mir schon Spaß gemacht. Aber halt bis zu der Quest, wo dann halt der Begleiter dabei war. Aber da war ich auch noch recht jung. Obwohl das schon die von Green... Wie hieß die mal? Green Pepper, genau. Quasi das alte GOG. Weiß gar nicht. Gibt es eigentlich noch Green Pepper? Gibt es die noch? Oder sind die so in Zeiten der Digitalisierung auch draufgegangen? So mittelmäßig gealtert, okay. Ja, das meinte ich auch eher. Mhm. Okay. Nicht schlecht. Oh, noch mehr Gnome. So, erstmal das ganze Fleisch wieder essen. Speichern. Ja, ich hoffe, dass wir die jetzt einzeln bezwingen können. Gnome und die Skelette. Ja, Spoiler hat er wieder überhaupt nicht getroffen. Und da kommt das Skelett. Nee. Das wird ein bisschen heftig jetzt. Machen wir nochmal. Wir versuchen die Gnome ein bisschen hervorzulocken. Okay. Hallo Seuche. Einen schönen guten Abend. Ah, dass der mich beklaut hat, ist mir egal. Ich war ja tot. Das Skelett steht aber auch echt fies. Jetzt fangen sie an, Steine zu schmeißen. Ist ja wie auf einer guten Demo hier. Ist das nicht. Macht sowas nicht. Hallo, kann ich jetzt nicht. So, kommen wir hier wieder ein bisschen rüber, Gnomen. Genau. Dankeschön. Kein Werkzeugbeutel? Ja, Nummer 10. Also es geht doch langsam voran mit den Werkzeugbeuteln. Sehr schön. Das ist gut, solche. Ich mache dann auch noch die... Verdammt, ich wollte erst speichern. Ich mache dann auch noch die Beschreibung fertig. Gucken vielleicht dann nach dem Stream. Ich möchte gerne... Ja, die wechseln immer so schon durch.
Wie der zweimal geblockt hat. Aber das ist echt gut, dass man so die Verteidigung durchbrechen kann. Dann einfach mal schnelle nachsetzen. Und stimmt, dann haben sie echt weniger Chancen. Dann geht auch so ein Skelett schneller down. Sehr fein. Trotzdem, ich habe da lieber volle Lebensenergie, bevor ich gegen die kämpfe. Immerhin diesmal auch schön separiert. Die Ghule, ja. Bisher habe ich noch keinen Ghule erlegt. Und die Schildkröte. Ah, nicht gut. Ja, MP3 ist ja halt auch schön komprimiert. Das ist ja schön an MP3. Gehabt. Ja, ich muss mir echt noch dran gewöhnen, wenn ich den mache, dann auch gleich noch hier schnelle nachzusetzen. Der hat sich aber auch wieder ganz schön geweigert, der gute Knabe hier. Drei Heiltränke. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ich freue mich schon, Ossel. Ich freue mich schon. Und was viel Schwereres bestimmt auch noch. Geschafft. Achso, da kommt ja gleich noch der Typ, der Burgherr. Ich hoffe, den kriegen wir mit der Restenergie. Looten machen wir danach. Oh. Ja, sehr gut. Und den vierten Vasallenring. Ach, wir brauchen doch 6 Stück. Boah, instinktiv richtig, ist ja unglaublich. 24 Bolzen und einen kleinen Bärenstein. Mannertrank, Wurzel. Gibt es hier noch ein Bett? Bisher gab es ja auch immer Betten. Ja, sehr schön. Bis zum nächsten Morgen schlafen.